Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute machen wir wieder einen DM-Haul. Und zwar, was habe ich im März geshoppt? Das zeige ich euch jetzt natürlich. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht so lang. Ich bin heute so ein bisschen very orangey. Aber das finde ich cool. Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt, was ich geshoppt habe. Als erstes, was ist mitgekommen? Und zwar, mein erfrischendes Waschgel ist in dreimal mitgekommen. Es hat jetzt auch, meine Freundin hat das auch jetzt mal getestet und sie liebt es auch. Es ist ein richtig, richtig tolles Waschgel. Ich kann das euch nur empfehlen. Ich finde das so, so, so toll. Hat auch 10% Aloe Vera drin. Ich liebe das. Ich finde das sehr, sehr gut. Es entfernt super gutes Make-up. Ich liebe das einfach. Und deshalb sind auch davon drei Stück mitgekommen. Dann habe ich auch Balea Professional Wonderful Repair Shampoo und das Balsam gekauft. Die mag ich auch sehr, sehr, sehr gern. Die habe ich beide mitgenommen. Ich benutze die sehr, sehr gern. Und das ist jetzt sozusagen mein Shampoo und Balsam jetzt einfach geworden, beziehungsweise Spülung. Also das ist einfach, das sind jetzt einfach die zwei. Das ist jetzt einfach meine Haircare-Routine, sind die zwei Produkte und die finde ich sehr, sehr gut. Dann habe ich ein paar Nahrungsergänzungsmittel. Übrigens, das bitte mit eurem Arzt abklären. Nur wenn ich sage, sollt ihr es kaufen, bitte nicht kaufen. Und zwar habe ich einmal von TSZ Collagen Plus Komplex. Habe ich mir gedacht, let's try it. Also seitdem ich es eben nicht mehr wie heißt die nochmal? Kieselerde von DM gibt. Beziehungsweise gibt es vielleicht, aber ich finde es nicht mehr. Ab dem Zeitpunkt probiere ich jetzt alles Mögliche. Dann haben wir Kollagen und Hyaluron. Das ist von Doppelherz. Doppelherz ist, glaube ich, die Marke, wo es am meisten Sachen davon gibt. Da gibt es nämlich auch noch einmal Hyaluron mit Biotin. Da sieht man das eben. Und da werde ich euch natürlich ein Feedback abgeben. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich das richtig, richtig nice finde, habe ich Kollagen plus Hyaluron. Sie haben mit diese Trinkpullen, habe ich mir nochmal gekauft. Auch nice, nice, nice. Gebe ich euch natürlich dann ein Feedback dazu ab. Dann habe ich und zwar von Balea die Parfüm Body Lotion mir geschnappt. Und ich werde jetzt mal dran schnuppern. Da hat auch schon wer dran geschnuppert. Das ist immer schön. Aber gut. Ja, sie riecht gut. Sie riecht gut. Sie riecht sehr. Sehr, also sehr viel, sehr viele Blüten sind auf jeden Fall. Es ist nicht süßlich, also es ist mehr sehr, sehr, sehr blumenmäßig. Aber ich finde es riecht gut. Finde ich riecht nett. Ja, kann man auf jeden Fall machen, ja. Ja, ist nice. Da werde ich euch natürlich noch mehr dazu abgeben, eben aufgebraucht, ein bisschen mehr Feedback. Dann habe ich Füße für die Füße. Ist ja jetzt ziemlich viel mitgekommen und zwar einmal vom Balea Fußcreme Intensiv. Wie gesagt, ich werde euch da informieren und dann wärmende Fußcreme. Ich mir gedacht, das klingt auch nicht schlecht. Also da bin ich einfach gespannt, wie die performen. Dann ist zweimal Fußbadeperlen. Habe ich mir auch gedacht, das klingt ja nicht schlecht. Ich bin gespannt. Da werde ich euch auch, wie gesagt, da wird es auch Feedback dazu geben. Dann habe ich mir auch einmal das Badesalz gekauft. Das habe ich euch schon mal Feedback dazu abgegeben. Ich mag das sehr, sehr gern. Ich finde, das riecht auch recht nett, obwohl das riecht nicht so toll. Aber ich habe das einfach mitgenommen. Aber da habe ich euch schon, da habe ich schon, das habe ich schon mal geupdatet. Und dann habe ich drei, weil ich die ganz, ganz toll finde. Und zwar drei von dem Balea Badesalz in Magic Forest. Das ist richtig, richtig toll. Ich mag das super, super gerne. Das ist ein richtig nices, Badesalz. Ist auf jeden Fall. Deshalb sind auch drei mitgekommen. Richtig nice. Dann habe ich mir zwei auch von den Handschuhmasken mitgenommen. Die sind auch sehr, sehr, sehr nett. Die sind auch approved. Die mag ich gerne. Die anderen eher weniger, aber das werdet ihr, glaube ich, noch erfahren. Oder habt ihr schon erfahren? I don't know. Ich weiß gerade nicht meinen Upload-Plan. Und zwar, da haben wir auch Fußmaske, habe ich mir auch. Und ich habe immer zwei, weil ich und meine Freundin machen immer Spa-Day. Und da habe ich mir gedacht, da kaufe ich für uns beides immer sowas. Und wie gesagt, da werde ich euch auch Feedback gibt es zu allen. Da habe ich euch schon mal ein Feedback dazu abgegeben. Und die habe ich eigentlich gemocht, diese Fußsocken. Und da habe ich mir gedacht, kommen wieder zwei mit. Dann ist auch von Balea die Hyaluronmaske mitgekommen. Habe ich mir gedacht, das klingt nicht schlecht.
Why not? Und deshalb ist sie mit und da werde ich, auch hier werde ich euch ein Feedback abgeben. Deshalb abonniert den Kanal, dann wisst ihr mehr. Dieses Self-Promo hier. Dann habe ich von Alverde, habe ich mir Pflegedusche und zwar einmal im Bienenglück. Und da werde ich jetzt auch gleich dran schnuppern. Also es riecht sehr natürlich. Es riecht jetzt nicht schlecht, aber ich mag vielleicht die von Balea mehr, muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Die sind wahrscheinlich sicher viel besser für die Haut und alles. Ich mag manchmal diese chemischen Gerüche, I'm sorry. Dann haben wir von Alverde eben auch noch die Pflegedusche in Bio, Olive und Aloe Vera. Ich liebe Aloe Vera, ich finde das ein ganz, ganz tolles Produkt, beziehungsweise halt Pflanze, die uns zur Verfügung steht. Aber okay, das mag ich aber mehr. Das mag ich mehr wie das hier. Das riecht jetzt auch natürlich sehr natürlich, aber es riecht ein bisschen mehr zitrusig. Ja, ich mag das auf jeden Fall mehr wie das. Aber die zwei sind mitgekommen und ich gebe euch da auf jeden Fall auch noch ein Feedback dazu ab. Wenn ich die irgendwann mal aufgebraucht habe, weil ich habe jetzt gerade so viele Duschcremen, ich komme gar nicht mehr mit den ganzen Duschcremen. Dann habe ich auch noch für die Füße ein Fußbad Totes Meer, flüssiges Badesalz mit 30% Totenmeersalz. Haben mir gedacht, das klingt ja nicht schlecht, ich möchte das austesten. Ich war eben bei der Fußsection sehr, sehr lange, haben mir gedacht, ach, jetzt kommt ja bald der Sommer. Also beziehungsweise erst einmal Frühling, aber halt, haben wir gedacht, so, Füße müssen jetzt langsam ready gemacht werden. Haben wir gedacht, das ist mal, das ist das. Deshalb sind da so viele Fußsachen mit. Dann habe ich von Balea Professional Beautiful Long Cream Cure, langes geschädigtes Haar. Das ist, glaube ich, irgendeine Art von Pflege und ich bin da super gespannt und möchte euch da auf jeden Fall was dann noch da erzählen, weil ich bin selber sehr, sehr gespannt. Dann habe ich auch von Balea Professional Winter Protect Haarbalsam. Klang finde ich auch sehr spannend und ja, ich fand, habe mir gedacht, so ein bisschen die Haare pflegen ist nie schlecht und Balea ist in meiner Preisrange. Also das ist definitiv okay. So, was ist noch? Und zwar habe ich vergessen, das auch mitgekommen. Ich versuche jetzt gerade. Ja, das ist das, was eigentlich besser riecht. Aber das habe ich wieder vergessen gehabt. Und zwar sind das die Badeperlen Entspann dich. Und die sind an und für sich, das sind die besseren. Das sind die besseren wie diese Kristalle, weil das riecht nämlich richtig gut. Also das ist, die sind nicer. Hatte ich schon wieder vergessen. Ist schon wieder so lange her gewesen. I'm sorry. Dann habe ich von Natural Beauty, reichhaltiges Pflegeöl und zwar für Gesicht und Körper. Das ist mitgekommen. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass ich das genommen habe. Habe ich das wirklich genommen? Habe ich mir gedacht, das ist was Tolles? Ich habe keine Ahnung, warum. Ich weiß nicht, warum ich das genommen habe. Ich weiß es nicht, aber es ist mitgekommen. Aber ich weiß nicht mehr, warum. Dann habe ich von Dr. Scheller Natural Effect Melone und Moringa. Und da hat mich einfach die Melone voll zugesagt. Und da habe ich mir gedacht, oh, das klingt irgendwie cool. Und zwar Hydrating Face Cream. Ich habe mir gedacht, das klingt einfach cool, ich möchte das austragen. Plus, ich habe von Dr. Scheller noch nie was, glaube ich, ausgetestet. Und habe mir gedacht, why not? Let's try this. Klingt sehr, sehr spannend. Dann, jetzt kommen wir natürlich zur nächsten Kategorie und das ist Make-up. Und da habe ich mir mal, die Foundation viermal die Foundation in der Farbe 10. Ich muss dazu sagen, ich habe noch immer nicht, ich zeige euch mal eine. Also ich habe noch immer nicht die Farbe 10 eigentlich ausgetestet, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die gut ist. 05 habe ich bemerkt, ist sehr, sehr hell. Also ich glaube, dass die besser ist. Vor allem im Sommer könnte ich nie die Farbe 005 tragen, weil die halt zu gespenstmäßig ist. Also ich merke nur jetzt schon, dass sie nicht wirklich geht. Da habe ich mir gedacht, ich habe ja ein paar 020, dass ich es vielleicht mit der 020 dann mische. Dann, was ist auch mitgekommen? Und zwar von Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Auch richtig, richtig cool. Ich liebe diese Mascara, also Mascara, diese Eyebrow Gels, die sind amazing. Und ich habe mir gedacht, ich brauche halt wieder welche. Obwohl ich jetzt, habe ich gerade so bemerkt, ah, vielleicht doch nicht. Aber die sind jetzt mitgekommen, ist nicht schlecht.
Dann habe ich wieder das Puder, weil ich wenig... I'm running low on powder. Und da habe ich gleich 5 Stück, weil du weißt einfach nie, wann das Essence All About Matte Fixing Powder, wann es im Sortiment ist. Man weiß es immer nicht. Manchmal ist es da und dann schlage ich immer so Mengen zu und manchmal ist es halt 2 Monate nicht da. Ich gehe halt einmal im Monat immer zum DM, wie ihr vielleicht so wisst. Und manchmal ist es eben da, aber manchmal ist es nicht da. Und wenn es dann da ist, das schlage ich dann immer zu, weil ich Angst habe, dass ich es irgendwann, dass ich halt nicht genug habe. Was eh nicht passieren kann, weil ich so viel habe, aber trotzdem. Ich habe trotzdem immer gerne Vorrat. Dann habe ich von Evelyn mir ein Präzisionseis mitgekommen. Ich wollte eigentlich 2 nehmen, aber es gab nur noch eins, deshalb habe ich dann nur eins genommen. Aber ich liebe die, das sind, finde ich, die besten Sponges, die funktionieren perfection. Dann haben wir ein paar, machen wir mal die Mascara und zwar habe ich von Essence die Double Trouble mir mitgenommen, weil ich die richtig, richtig nice eigentlich finde und deshalb ist die mitgenommen, ja. Ja, die wollte ich noch ein bisschen testen. Dann habe ich gesehen und zwar hat Catrice ein Glossy Lip Oil und da habe ich mir gedacht, das hat mich irgendwie intrigued, vor allem jetzt im Sommer dann liebe ich solche Farben auch und ich habe mir gedacht, let's try it. Ich bin gespannt. Das wollte ich einfach austesten. Es klang sehr, sehr spannend und let's try it. Dann, was habe ich noch? Und zwar habe ich von Catrice Glow Lover Oil Infused Highlighter. Ich bin ja so, so, so gespannt, weil ich habe ja von, da liegt der eh schon, von Catrice den Light Infusion, diesen Glow, ich weiß, das ist da oben, kratzt sich halt immer ab. Aber den habe ich ja, den gibt es ja urlange schon. Und ich habe eigentlich nie einen anderen gesehen. Ich habe gedacht, vielleicht ist der besser wie der andere. Und ich bin einfach gespannt. Das werde ich euch natürlich im Getestet dann sagen. Dann habe ich auch gesehen von Catrice All Matte Plus Shine Control. Gibt es das schon länger? Habe ich das übersehen? Habe ich das schon mal ausgetestet? Ich kann mich nicht erinnern, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch hier werde ich euch ein Feedback abgeben, weil ich kann mich nicht mehr erinnern und es sind 2 Gramm mehr sind drinnen. Also auch wenn es das schon mal gab, dann haben sie jetzt auf jeden Fall das Packaging geändert, weil ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Dann von Essence, Kissed by the Light Luminating Powder. Und zwar ist es ein Multi-Use Powder. Ich weiß doch nicht, wie ich das verwenden werde. Ich werde jetzt mal gucken, wie das farblich ist, ob ich das als Bronzer benutzen werde. Ja, das wird... Aber als All-Over-Powder glaube ich eher nicht. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Es ist auf jeden Fall ein schönes, spannendes Puder. Das ist auch mitgekommen. Werde ich euch natürlich auch updaten. Jetzt kommen wir zu Tieren und das ist natürlich, dieser Part des Videos ist natürlich nicht tierversuchsfrei, das ist, sind Fleischsachen, das heißt, das ist literally an animal, also das ist natürlich nicht tierversuchsfrei. Aber ich zeige euch jetzt und zwar habe ich natürlich für meinen Schatz, habe ich dein Bestes Beutelvariationen in Soße gekauft. Ich habe mir gedacht, ich kaufe ihm das, er mag an und für sich das DM-Futter sehr, sehr gern und da habe ich mir gedacht, ja, kaufe ich ihm so eine Box. Dann haben wir hier auch reich an Hühnerleber und zwar Hofladen, habe ich mir auch gedacht. Das sind so ein paar Treat, so ein bisschen specialigere Sachen. Da haben wir auch reich an Lachs mit Zucchini, Gartenschätze. Das klingt auch sehr, sehr cute. Er ist ja ein richtiger Gourmet, der kleine Schatzi. Und da haben wir eben auch, das ist glaube ich eine Pastete, weil die hat er schon mal. Die findet er sehr gut. Also für alle Katzeneltern. Ich weiß halt nur nicht, ob alle, jeder hat einen eigenen Geschmack. Aber auf jeden Fall, das liebt er sehr, sehr gern. Er findet das sehr gut. Er liebt Pasteten generell. Und dann haben wir auch eine Pastete. Und das ist Naturliebe. Also Pasteten mag er sehr, sehr gern, muss ich schon sagen. Also das liebt er schon sehr. Dann haben wir hier aber auch Hofladen. Die hatten so eine kleine Box, wo so mehrere drinnen sind. Und da habe ich mir gedacht, die nehme ich ihm auch mit. Das ist nicht schlecht. Und dann habe ich auch etwas, was jetzt nicht so lustig ist, aber habe ich dieses Spot-on für Katzen ist mitgekommen, weil ich mir gedacht habe, ich muss ihn für den Sommer vorbereiten. Das hat jetzt lange gedauert.
Aber genau, also das mache ich eigentlich immer. Also das ist jetzt vielleicht nicht super gut für die Katze, aber es hilft. Und wir wohnen, also ich wohne halt mit Garten und allem und das ist too dangerous. No, no, no. Ich mache das nicht. Und wir hatten schon mal, kleiner Mann da drüben, wir hatten schon mal ein Problem. We're not doing it again. No, 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 no. Und da kommt die Chemie, ja. Und deshalb habe ich da. Und ich glaube, das funktioniert gut. Ich glaube, das ist das erste Mal zwar, dass ich die vom DM gekauft habe, aber ich denke, solange alles wegbleibt, ist alles gut. So, dann kommen wir zu einem anderen kleinen Schatz. Und zwar, das ist der Herr Oberschlumpf. Und das ist nämlich so, das ist der Hund von meiner Freundin. Und zwar der Herr Oberschlumpf. So nenne ich ihn. Er heißt natürlich nicht Herr Oberschlumpf. Er heißt Nuni, aber ich nenne ihn Herr Oberschlumpf. Und das ist ein kleiner Hund. Und das ist so eine, ich und der Herr Oberschlumpf, wir haben eine wachsende Liebe. Also am Anfang, ich fand ihn immer süß und alles, aber ich bin jetzt nicht so persönlich der Riesenfan von kleinen Hunden. Aber ich und der Herr Oberschlumpf, wir haben eine Bindung aufgebaut und ich hab seine Persönlichkeit lieben und schätzen gelernt. Und deshalb hat Herr Oberschlumpf Leckerlis verdient. Und zwar, ich bin sehr gespannt, was Herr Oberschlumpf sagt, weil er ist schon ein kleiner Verwöhnter. Und zwar, da haben wir dein Bestes, eben saftige Fleischwürstchen. Da habe ich mir gedacht, das klingt ja gut. Natürlich immer für kleine Hunde, da habe ich extra immer drauf geguckt, dass das eh für kleine Hunde sind, weil das ist Essen Pomeranian, also die sind ja ziemlich klein und ich will ihm ja nicht schaden. Und auch hier, das ist auch, und zwar Hähnchenschenkel, da habe ich mir gedacht, ja. Das klingt ja auch nicht schlecht. Ich bin gespannt, was Herr Oberschlumpf zu diesen Sachen sagt. Und die sind auf jeden Fall für meinen liebsten Oberschlumpf mitgekommen. So, jetzt kommen wir essen. Was habe ich natürlich gekauft? Und zwar das Schokomüsli ohne Rosinen. Definitiv habe ich das geshoppt. Das ist natürlich mein liebstes, liebstes Müsli. Ich und dieses Müsli. Ich esse das schon so, so lang. Ich liebe das mit Vanillejoghurt. It's delicious. Kann ich euch nur empfehlen. Ich liebe dieses Müsli. Ja, ich lieb's. Dann, was machen wir? Machen wir das salzige erste. Und zwar von Helga. Das ist ja lustig. Meine Oma heißt Helga. Fun Fact. Und zwar, und ich heiße auch Helga. Ich habe nämlich, wollte meinen ganzen Namen wissen. Und zwar Linnea Helga Marie Jonasson. Ja, genau. Das ist mein ganzer Name. Und zwar Bio-Algen-Cracker Sesam Leinsamen. Und zwar so sieht das aus. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und zwar ist das so. Ihr denkt ihr vielleicht, oh, ist das gut? Normalerweise ist das ungut. Und zwar ich nenne sie jetzt einfach Tante. Und zwar, die hat immer solche Algenchips. Und ich habe die seit klein auf und die hat sie immer gehabt. Und ich habe die geliebt. Ich fand die extremst lecker. Und ich bin jetzt gespannt, ob das so ähnlich schmeckt oder ob das definitiv nicht dasselbe ist. Wir werden es sehen. Der Riechtest. Es riecht nach gar nichts. Nein, es riecht jetzt nach gar nichts. So sehen sie aus übrigens. Ja. Und jetzt, let's try them. Okay. Review. Sie sind nicht so gut wie die von meiner Tante. Aber sie schmecken wie eigentlich die Sushi-Algen, die du beim Sushi so bekommst, bei den Makis und so. Also, es ist nicht schlecht. Man muss halt Algen mögen. Also, man muss halt diesen Geschmack mögen. Ich meine, ich esse gern Sushi und ich esse auch gern Miso-Suppe. Da sind ja auch diese Algen drinnen. Ja, ich mag das eigentlich. Und ich glaube, es ist eigentlich auch recht gesund. Also, vor allem, ich finde aber, dass die ziemlich geschmacklos sind. Weil die meine Tante eben hat, die schmecken so ein bisschen salzig und ein bisschen haben die Würze drinnen. Die schmecken sehr gewürzlos. Also würde ich die vielleicht so mit irgendwas dazu essen. Da schmecken sie vermutlich besser. Ja, also mit irgendeinem Aufstrich oder so. Dann sind die sicher recht lecker. Aber sie sind nicht so schlecht, aber sie sind nicht das, was ich erhofft habe. Dann wären sie nämlich meine neuen Favorites geworden. Dann machen wir weiter. Und zwar habe ich ein bisschen Ostern is in the air. Und zwar Beeren in Zartbitterschokolade. Ich weiß nicht, warum ich es immer wieder kaufe. Ich meine, ich finde es ja nicht schlecht, aber ich bin jetzt ja eigentlich nicht so ein Riesenfan davon.
von getrockneten Früchten mit Schokolade. Aber ich finde es auch nicht so schlimm. Jetzt hört man gar nichts, was ich sage. Okay. Okay, let's try it. Ich finde es nicht so schlecht. Ja, ich finde es eigentlich nicht so schlecht. Also ich bin jetzt halt, wie gesagt, ich persönlich bin jetzt eigentlich nicht so ein Riesenfan davon. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlecht. Ja. Also kann man auf jeden Fall machen, definitiv. Dann habe ich hier noch ganz süß, und zwar Nougat-Eier mit Vollmilchschokolade. Ich bin richtig gespannt. So kleine süße Ostereier. Let's try it. Die sind ziemlich groß, muss ich dazu sagen. Aber, ups, öffnen wir es mal. So, es kommt so klassisch so ein Ei. Okay, ich bin gespannt. Das war bis jetzt die beste DM-Schokolade, die ich jemals gegessen habe. Es hat geschmeckt wie klassisches Nougat, dieses Nussige. Es war cremig innen drin. Richtig, richtig nice. Wow. Warum können wir nicht immer so tolle Qualität bekommen? Weil man kann es nicht immer so gut schmecken. Es hat richtig gut geschmeckt. Wenn ihr den noch finden könnt, die sind super. Die sind richtig, richtig gut. Nice. Sowas möchte ich. Yes, das ist super. Jetzt kommen wir zu etwas, wo ich jetzt sehr gespannt bin. Und zwar ist es von DM Bio. Und zwar Ingwer Kurkuma 7 Tage Shot. Das heißt, soll ich jetzt 7 Tage hintereinander soll ich jetzt das trinken. Und das klingt eigentlich recht toll. Das heißt, heute, meine lieben Leute, ist der erste Tag. Das heißt, ich schüttel das jetzt, trinke noch schnell meinen Tee aus, schütte das jetzt in den Teebehälter. Ich will nicht daraus trinken, weil vielleicht wird das schlecht oder so. Ich weiß auch nicht, ob ich das kühl lagern muss. Ja, muss man natürlich in den Kühlschrank stellen. Aber ich bin jetzt mal gespannt. Das heißt, ich werde das jetzt dann auch öffnen. Aber ich muss erst einmal meinen Tee auftrinken. Also trinke ich mal. Ich habe es jetzt geöffnet. Ich rieche mal dran. Wow. Oh, das riecht intens. Uff. Ich hoffe, es verwandelt meinen Körper und mich in irgendein tolles Wesen. Okay, jetzt versuche ich jetzt das irgendwie, weil das finde ich sehr praktisch, da steht so ungefähr, wie viel man nehmen soll. Und das werde ich jetzt versuchen zu dosieren. Ich trinke jetzt diesen Shot aus meinem Teeglas, oder Hefeball besser gesagt, und... It's gonna burn, I think. Ich habe schon so lange kein Ingwer getrunken. Also, es wird sicher ein bisschen wehtun. Aber I'm gonna do it. Das ist gar nicht so schlimm. Also, es ist sehr Ingwer-mäßig. Also, wenn ihr noch nie Ingwer pur getrunken habt, dann... Aber ich finde, es geht... Also, ich glaube, da ist ja nicht nur Ingwer. Da ist ja dieses Kurkuma auch drinnen. Genau, da ist auch... Ja, da ist 73% Orangensaft drinnen. Ich habe schon gedacht, das ist eine sehr softe Version. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, also deshalb ist es nicht so schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Also es ist nicht so... Also ich habe nämlich puren Ingwer, habe ich mir jetzt schon gepresst und so getrunken. Und das haut mehr rein wie das hier. Das ist nicht so schlimm. Das ist wirklich nicht... Vor allem für Anfänger auch super, die noch nie Ingwer so getrunken haben. Ja, recht nice. Nice, nice, nice. In 7 Tagen werde ich mich in einen Frosch verwandeln. Aber gut, meine Lieben. Das war der DM-Haul. Ich finde, ich bin zufrieden, vor allem mit den Essenssachen. Ich finde, da waren ein paar richtig coole Sachen dabei. Leider sehr viel Limited Edition. Aber trotzdem, ich finde im Großen und Ganzen, das war ein schöner DM-Haul. Es war ein riesen DM-Haul. Es war richtig, richtig viel. Aber ich würde jetzt sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und sage vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Irgendwo jetzt ein weiteres Video von mir und könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Da würde ich mich natürlich sehr, sehr drüber freuen. Dann würde ich auch freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch oder einen Daumen runter gebt. Das sagt mir natürlich, ob euch das Video gefallen hat oder nicht. Und euch super freuen, wenn ihr kommentieren würdet. Schreibt es mir alles in die Kommentare. Ich liebe es wirklich von euch zu hören. Und dann könnt ihr mir super gerne auf Instagram nehmen. Da bin ich natürlich auch für euch da. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!